Herzlich willkommen zu einer neuen Sylt-Zeit. Ich verspreche Ihnen, heute geht Ihnen ein Licht auf. Nee, es gehen Ihnen sogar mehrere Lichter auf, nämlich Nordlichter. Wir klären das gleich auf. Jetzt erstmal moin und herzlich willkommen, moin. Michael Hoppe. Ein wunderschön. Lieber Michael, Northern Lights sind Nordlichter. Wir sitzen jetzt in deinem Laden, den du zusammen mit Michael Gleisner betreibst, den wir in einem separaten Gespräch auch nochmal genauer vorstellen wollen. Auch ein sehr, sehr spannender Typ, also Michael und Michael. Wir wollen aber, bevor wir zu den Nordlichtern kommen, Norden ist klar, Sylt, ne? Nördlichster Punkt in Deutschland, weiter nördlich geht nicht. Richtig. Traumhafter Himmel über Sylt sowieso. Jetzt kommen wir zu dem kleinen Michael. Sag mal, Michael, als du bist hier geboren worden, richtig? Auch ja? Richtig. Du bist hier aufgewachsen, du hast dein ganzes Leben eigentlich hier verbracht. Empfindest du das eigentlich als normal oder sagst du auch, wenn du mal hoch in den Himmel guckst, boah, der Himmel über Sylt ist schon schön? Nee, also Normalität auf jeden Fall nicht. Man genießt es doch noch immer noch jeden Tag aufs Neue, auf jeden Fall. So sollte man auch auf jeden Fall wertschätzen, dass man das immer noch nutzen darf, auch durch die Familie nutzen kann. Man kann viele verstehen, die sagen, Mensch, ich will vielleicht aus Festland in eine Großstadt gehen, weil die Möglichkeiten hier vielleicht nicht so sind, wie halt innerhalb von Deutschland. Aber ich bin Sylter und möchte hier bleiben und jetzt mit meinem neuen Geschäft wird auf jeden Fall die Zukunft weitergehen. Was ich ganz spannend finde, ich selber bin jetzt auch schon seit 30 Jahren regelmäßig auf der Insel, weil ich eine Sylterin geheiratet habe. Man muss ja im Leben auch mal was richtig machen. Ja. Und mir geht es ja selber so. Also ich kann jeden Tag in die Nordsee gehen. Ich tue es aber nicht, weil man das Gefühl hat, naja, ich kann ja auch morgen gehen. Die läuft ja nicht weg. Das ist so ein bisschen wie, wenn du in der Großstadt neben der Oper wohnst und gehst nie hin, weil du weißt, du könntest ja gleich morgen hingehen. Geht euch das auch allen so, dass ihr sagt, naja, also da mal so ins Meer und so muss ich gar nicht? Also mit dem Meer-Thema auf jeden Fall. Da bin ich 1:1 wie du. Ja, bin aber auch nicht der Schwimmmensch generell und deshalb, ich nutze den Strand, das ist schön. Aber man kann schon viele verstehen, die sagen, hey, meine Eltern zum Beispiel nutzen es jetzt ab 10 Grad plus regelmäßig, gehen ans Meer, setzen sich zum Frühstück mal draußen hin. Das ist schon Luxus, was man genießen darf jeden Tag. Die gehen nicht bei 10 Grad plus ins Meer, oder? Ab 10 Grad. Echt? Ab 10 Grad. Okay. Also geht so irgendwann Ostern los. Wow, also das ist schon sehr sportlich. Auf Michael, jeden Fall. Die Menschen werden sich wahrscheinlich fragen, wie ist es eigentlich, wenn man hier groß wird? Das brauche ich dich ja nicht zu fragen, ist das anders als in der Großstadt? Was kannst du ja nicht wissen, weil du es ja nie erlebt hast. Also, richtig. Aber wie war deine Kindheit? Auf jeden Fall super. Also das war immer schön, man hat sich mit Freunden getroffen. Hier war auch die sichere, heile Welt. Die Eltern haben einen immer rausgelassen. Sagen wir so, viele Freunde in Großstädten vielleicht so, Mensch, komm mal bitte 18, 19 Uhr nach Hause oder so. Das war hier sehr entspannt. Klar gab es auch Grenzen, wenn es dunkel war als kleines Kind, aber da gab es nie so den großen, wo es hieß, ne? Das gefährliche Leben gibt es ja nicht so wirklich. Okay, also jetzt, du bist ja jetzt volljährig. Deine Eltern kriegen es ja gar nicht mit, wo bist du denn da abends hingegangen? Ja, wir hatten früher American Bistro gehabt, zum Beispiel. Dann gab es das Cube, dann gab es das Lucky's. Das war zum Beispiel eine Bowlingbahn, die es leider nicht mehr gibt. Man hat sie am Strand getroffen, man hat Gartenfeten gemacht. Hat sich auf jeden Fall gewandelt ein bisschen, ja. Wie war das Verhältnis, weil Sylt lebt ja, das ist ja eine Riesendiskussion heute, wo man die Frage stellt, wem gehört eigentlich Sylt, den Syltern oder den Gästen oder irgendwie ja wohl beiden. Wie war euer Verhältnis zu Gästen? Hat man dann die Gäste so als Jugendlicher einfach mit integriert, war normal oder habt ihr für euch gespielt und die anderen haben für sich gespielt? Nee, eher integriert. Also ja. Ich bin ja groß geworden, weil meine Eltern in der Familie sozusagen Apartments selber vermieten. Dadurch bist du automatisch immer in der Verbundenheit gewesen mit den Gästen. Einerseits leben wir davon auf Sylt. Viele sagen dann wieder, ist es zu viel. Wenn die nicht da sind, hätten wir es nicht so schön hier, wie es jetzt ist. Also das bindet man schon ein. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Also wenn ich in eine Großstadt gehe, möchte ich auch am liebsten eingebunden werden. Absolut. Also. Jetzt werden manche sagen, vor allen Dingen diejenigen, die schon sehr lange hier auf die Insel kommen, es gibt ja welche, die kommen seit 30, 40, 50 Jahren, die haben ihre Kinder mitgebracht, heute kommen die Kinder hierhin, höchst selbstverständlich. Und wenn die denn kommen, dann waren das für dich, das ist natürlich klar, willkommene Gäste, weil
ihr ja auch ein bisschen davon gelebt habt. Und jetzt musst du uns doch erzählen, von was habt ihr denn gelebt? Dann werdet ihr vielleicht sagen, Moment, Hoppe, den kenne ich doch, den Namen. Was habt ihr gemacht? Genau, also sozusagen seit 99 hat mein Vater sozusagen das Möbelhaus eröffnet und umgebaut. Davor gab es aber auch schon fast 25 Jahre. Und wir betreuen sozusagen, haben betreut ganz Deutschland mit unseren Möbeln. Mhm. Die Gäste oder Touristen hatten Urlaub, hatten gute Stimmung, waren in Ruhe sozusagen zum Urlaub, haben was gesehen und haben gesagt, hey Mensch, das wäre es doch, das bei mir zu Hause zu haben. Und so ging es bei mir los, in der Kindheit zusammen mit meiner Ausbildung. Dann war 18. Lebensjahr volljährig, dann ging es schon los mit dem Führerschein und dann auch das Liefern der Kunden, quer durch Deutschland bis sogar Luxemburg, Schweiz, Österreich. Und das ist natürlich, sag ich mal, ganz, ganz spannend. Du hast Kunden bei mir im Geschäft gehabt, hast die persönlich bedient und stehst 3-4 Monate später auf einmal irgendwo in Deutschland bei den Kunden im Wohnzimmer und kannst ihn sozusagen glücklich machen mit deinen Artikeln. Das ist auf jeden Fall einmalig gewesen. Ja. Das machen wir auch noch im kleinen Stil weiter, natürlich. Meine Eltern machen das sozusagen jetzt aber ohne mich. Mhm. Aber auf jeden Fall immer noch der Kundenkreis, die immer noch sehr, sehr glücklich sind, dass es uns gibt. Definitiv. Reden wir gleich drüber, was du jetzt machst, sozusagen diesen Abnabelungsprozess von den Eltern. Nee, muss ja gar nicht. Man kann ja ganz wunderbar nebeneinander leben. Das tut er ja faktisch sogar tatsächlich. Ne? Der Laden deiner Eltern ist ja quasi noch nebendran. Aber es ist ja eigentlich mega spannend. Ich weiß nicht, ob es einen anderen Ort in Deutschland gibt, wo Menschen dann, und das muss man ja mal der Wahrheit die Ehre geben, es gibt ja viele Möbelgeschäfte in Deutschland. Also man würde sagen, warum sollte ich denn bitteschön auf Sylt Möbel kaufen? Ja? Und was glaubst du, ist das Geheimnis, dass es die Menschen dann tatsächlich tun? Tatsächlich, weil es unsere Möbel in Deutschland nicht gibt. Es gibt einfach in den großen Möbelhäusern alles in Masse, alles in groß, alles vielleicht auch mal ein bisschen preiswerter oder auch teuer auf jeden Fall. Mhm. Unsere Möbel waren immer für die Normalverdiener, gute bürgerlich, die haben ihre Wohnung hier gehabt, die waren vielleicht auch nur als Gast hier, ohne Eigentum auf Sylt. Aber es war immer vom Preis her so, dass man sagt, Mensch, auf Sylt den Preis zu bezahlen für ein Möbelstück, Mensch, das zahle ich ja bei XY in Deutschland auch, aber halt nicht in der Optik. Und dann hast du noch die Ruhe. Also du gehst nicht bewusst ein Möbelstück kaufen, sondern du eine spontane Entscheidung. Okay. Und dann der Mehrwert, dass es natürlich zu dir nach Hause kommt. Also ist auch so, dass ihr die Menschen ja im Grunde genommen in einem anderen Zustand trifft. Richtig. Zu Hause sind sie meistens irgendwie im Stress. Da weiß man, ja klar, es müsste mal ein neues Sofa sein. Ist ja auch schon wieder Stress, das auszusuchen, weil du auch Millionen Möglichkeiten hast. Wie soll denn das Sofa aussehen? Wer soll das denn liefern? Kennst die Leute? Kriegst auch meistens in Deutschland ja auch gar keine richtige Beratung mehr. Auch schwierig. Und hier haben die Menschen Zeit und sagen, oh, lass uns doch mal ganz in Ruhe dahinsetzen und uns das angucken, inspirieren lassen. Und wie wichtig ist dann die Beratung für euch? Auf jeden Fall wichtig. Also das habe ich von Anfang an schon gemerkt gehabt, wenn man in bestimmten Möbelgeschäften war oder auch generell in der Gastronomie, wie sich der ganze Wandel ist. Die Qualität der Beratung lässt einfach meiner Meinung nach. Mhm. Es wird alles in Menge gemacht. Es geht eigentlich nur darum, ein Preisschild dran zu schreiben, Farbe, Größe, fertig. Mhm. Und der nächste. Und das war bei uns nie so, wird auch nicht so sein, weil wir sind familiengeführt. Wir wollen dem Kunden nichts verkaufen, klar leben wir davon, mhm. aber es geht ja darum, dem Kunden auch ein gutes Gefühl zu geben bei dem Absolut. Stück, was du kaufst. Ja. Und nicht nur einen Preis ranzumachen, sag ich mal, irgendwelche Mondpreise zu nehmen, dann einen kleinen Preis ranzuschreiben und der Kunde kauft es und ist unglücklich. Mhm. Dann seid ihr auch wahrscheinlich gar nicht so sehr Opfer wie ja viele andere Geschäfte in Deutschland. Da ist ja so, Leute kommen rein, ja, gucken sich um, lassen sich beraten, gehen wieder raus und gucken dann, ob es bei Amazon irgendwie billiger geht. Zum Glück nicht. Ja. Zum Glück haben wir gute Marken, die es online nicht zu finden gibt. Jetzt hast du ein schönes Stichwort gesagt, gute Marken. Jetzt kommen wir zu Michael Hoppe Junior, der jetzt selber Unternehmer ist. Ich habe Ihnen ja versprochen, dass Ihnen nicht nur ein, sondern gleich mehrere Lichter aufgehen sollen, nämlich Nordlichter, Northern Lights. Wie kamt ihr auf die Idee dieses Namens? Das war ein langes Prozess. tatsächlich haben wir ganz, ganz, ganz viele Namen gehabt, zettelweise Namen. Und dann haben wir überlegt. Man googelt man auch, welche Namen gibt es schon, was gab es noch nicht. Und dann bin ich sozusagen mit Michael, also Michael 2 Gleisner, mhm. mein Partner, mhm. auf die Idee gekommen zu sagen, hey, Nordlichter ist super, gibt es in Deutschland. Ich bin das Nordlicht sozusagen auf Sylt als Sylter und wir geben den Marken sozusagen das Licht. Mhm. Das hat sich dann irgendwie ergeben, dann hat man gegoogelt, ob es das gibt und dann haben wir es gemacht.
Ich bin total überrascht, dass es das nicht gab, weil es ist so naheliegend eigentlich. Ja. Das ist natürlich. Es gibt Firmen, die heißen so, aber nicht in dem Konzept. Okay, super. Northern Lights, das heißt, ihr gebt den Marken Licht und wir zeigen gleich auch noch ein paar Bilder, welche Marken es hier alles gibt. Nun, bei jedem klugen Geschäft gibt es ja sozusagen, ich sage mal, den Frontman, also der Verkäufer und den, der so das Kaufmännische macht und der in eurem Falle ja auch die Räumlichkeiten stiften kann. Das bist jetzt du. Richtig. Und Michael Gleisner ist, sage ich jetzt mal so, wir werden ihn in einer separaten Sülzeit auch selber nochmal vorstellen, derjenige, der auch gerne im Rampenlicht steht und auch der auch gerne verkauft. Wie kamt ihr zusammen? Ja, ich bin mein Leben lang sehr autoaffin gewesen, bis jetzt immer noch. Mhm. Und Michael Gleisner hat sozusagen exklusive Events ausgestattet auf Sylt mit vielen Automobilherstellern. Mhm. Dann hat man sich irgendwann mal gesehen, dann wurde man auch mal eingeladen, dann hat man mal persönlich mal sich kennengelernt, auch mal abseits des Events. Und dann habe ich letztes Jahr meine Idee kundgetan, dass meine Eltern kleiner treten möchten. Und dann habe ich Michael gesagt, hey, ich habe da so eine Idee, vielleicht exklusive Autos auf Sylt anzubieten, zu verkaufen, so in der Richtung. Mhm. Und dann sind wir schnell auf den Wing gekommen, sozusagen nicht nur Auto, sondern vielleicht Marken, die es auf Sylt nicht gibt, Kleinunternehmen, Startups oder auch natürlich Marken, die es schon gibt, aber nicht auf Sylt, denen eine Plattform zu geben. Und dann sind wir auf dieses Konzept gekommen. Das sollen aber, so habe ich das verstanden, so lässt sich auch hier lesen, wenn man sich umguckt, da gibt es die verrücktesten Sachen. Es sollen schon aber auch sozusagen Lichter im Markendschungel sein, schon auch coole Ideen. Das können Start-ups sein, das können aber auch, sagen wir mal, schon uralte Firmen sein, genau, die ihre Geschichte nur nicht so zum Leuchten bringen können, wie sie es vielleicht verdient hätten. Es geht aktiv nicht um Kunden im Geschäft zu haben, die was kaufen. Wir freuen uns über jeden, der reinkommt, auch das Konzept zu erklären und natürlich verkaufen wir auch die Produkte. Es geht aber darum, ein Image der Marke sozusagen zu geben. Das heißt, dieses System ist so, die Firma hat ein Produkt und wir machen alles um das Produkt. Ob es das Social Media ist, ob es TV-Auftritte ist, ein Gespräch mit dir ist, dir zu erklären oder Probefahrten anzubieten auf E-Rollern, auf Surfboards, auf Autos, sozusagen. Alles, was eine Agentur macht, sozusagen, das übernehmen wir für die Firma. Und die Firma sozusagen selber, die Marke, die Brand, hat eigentlich den kleinsten Aufwand, darf sich was wünschen und wir setzen es um. Ist das nicht schön? Schauen Sie mal, jetzt können Sie endlich mal in ein Geschäft gehen, ohne dass Sie das Gefühl haben, hier muss ich was kaufen. Ja, wir werden Sie einfach nur so beraten. Konzept zu erklären, eigentlich ein tolles Konzept, da kriegt man im Zweifel auch noch einen Kaffee dazu, kriegt einen schönen Schnack. Und es ist ja wirklich super spannend. So, jetzt hast du hier die ganz, Firma ganz ein Produkt. Und wir viele machen alles stehen um das Produkt. Was sind denn so, ob es Social Media ist, ob TV Auftritte ist, wo du sagst, das ein Gespräch ist mit dir, dir zu erklären. Story. Oder Probefahrten, also mega Highlights auf jeden Fall, das Surfboard. Und wir eine Drehplattform haben mit einem PKW, das ist schon auf jeden Fall einzigartig. Dann haben wir aber auch was ganz, ganz Besonderes, zum Beispiel Handtaschen mit Artefakten. Mhm. Also zum Beispiel Brigitte Bardot hat ein Schriftstück geschrieben an ihren Mann und dieses Schriftstück wird sozusagen gefunden oder entdeckt, wird geprüft und wird verarbeitet in einer Handtasche. Wow. Also ist sozusagen jede Tasche erstmal made in Germany, wichtig, und jede Tasche ist ein Einzelstück. Dieses Schriftstück wird sozusagen zerschnitten. Es gibt Taschen, die gibt es nur 24 Mal auf der Welt, es gibt auch Taschen, die gibt es 300 Mal auf der Welt. Und desto kleiner die Serie, desto kleiner war leider auch nur das Schriftstück. Und dadurch gibt es diese Tasche halt nur 24 Mal zum Beispiel. Aber da ist ja schon eine besondere Leistung. Der richtige, sagen wir mal, Trüffelschweine. Wie findet man so ein Produkt? Da habe ich Glück, dass Michaels Netzwerk so gut in Deutschland und Europa ist, oder von mir ist auch weltweit, dass Firmen auf uns zugekommen sind. Wir haben einen Imagefilm produzieren lassen, wo der Laden so aussah, fast wie jetzt in 3D. Mhm. Da war aber dieser Laden noch mit Möbeln. Mhm. Und mit diesem Video sind wir sozusagen an die Firmen reingetreten und haben gesagt, wir haben eine Idee, habt ihr Lust dabei zu sein, als allererste sozusagen. Mhm. Und dann haben uns viele Firmen zum Glück unterstützt. Also die Grundidee ist einfach, dann, ich habe ja gesagt, wir gehen Ihnen wahrscheinlich Licht, aber jetzt habe ich verstanden, ihr seid, sagen wir mal, ein großer Showroom für verschiedene Marken, die aber alle was gemeinsam haben, nämlich entweder ein geiles Produkt oder eine geile Story. Und die wiederum können sich bei euch einen Platz mieten. Die mieten sich aber nicht nur den Platz, sondern die mieten ja auch das Personal dazu, weil hier ist immer jemand, der genau weiß,
was ist das eigentlich für ein Produkt? Ne? Was hat ein Brigitte Bardot eigentlich gemacht und warum ist die Handtasche eigentlich so teuer, wie sie ist, weil es ein Einzelstück ist. Ihr erzählt also die Story. Das ist doch für eine Marke ein Riesenvorteil, weil die brauchen keinen teuren Flagship-Store zu mieten und jeder weiß, was das kosten kann. Unfassbar teuer kann das natürlich sein. Und sie haben gleichzeitig das Personalproblem gelöst, weil du müsstest ja normalerweise, kannst du nicht einfach nur dein Produkt irgendwo hinstellen, sondern irgendeiner muss es erklären. Das macht ihr. Wow, richtig. Wie kommt das Konzept an? Kommt super an. Also jeder, der es, wie gesagt, einmal uns erklären lässt oder durch Annoncen liest, Instagram, Facebook, TV, die denken auch so, wieso gab es das vorher nicht? Das denke ich mir auch manchmal. Weil eigentlich ist es super, einfach nicht. Es ist super viel Aufwand dahinter. Ja. Aber eigentlich ist es genial. Du hast eine Fläche, die Firma selber, die Brand hat kein Risiko, hat zwischen 3 und 12 Monate, kann sagen, ich mache 3 Monate. In den 3 Monaten sagt der Mensch, kam super an, nochmal 3 Monate. Oder 1 Monat, oder ich möchte jetzt ein Event haben um meine Brand, kenne aber keine Kunden auf Sylt. Mhm. Dann wünscht die Brand sich das und wir laden Gäste zu deinem Produkt. Also wir suchen sozusagen deine potenziellen Kunden für dich und du brauchst sozusagen einfach nur auf die Insel kommen und das Event ist fertig. Tür auf und los geht's. Sensationell. Das sieht man hier, es ist schon einiges da an Produkten. Wo wollt ihr in Zukunft noch hin? Auf jeden Fall ausbauen. Mhm. Der Traum wäre von mir, dass man sagt, Mensch, ich komme auf die Insel, da gibt es ja 2, 3 große Geschäfte, die man immer anfangen sollte und vielleicht einer von denen zu werden. Dass die Leute sagen, Mensch, wir gucken einfach mal bei Michael rein, trinken Kaffee, können schnacken und sehen auf einmal was, Mensch, das ist ja, kenne ich gar nicht, was ist das denn? Da haben wir zum Beispiel jetzt E-Roller zum Beispiel, die sehen aus wie eine Vespa. Genial. Mhm. Ist super cool, ist Klassik. Man kann es fahren mit 16 Jahren schon, man kann aber auch als Erwachsener das Ding fahren, dann ist es sozusagen auf 100 km/h. Gibt es auf Sylt nicht, ist ein Einzelstück. Wir haben gesagt, dann pushen wir das auf der Insel jetzt. Und gerade auf der Insel Sylt mit dem E-Roller ist eigentlich perfekt. Das kann schon richtig Spaß machen. Das ist schon richtig cool. Ja. Also, liebe Zuschauer, wenn Sie hier wieder vorbeigehen und ja, da liegt tatsächlich ein roter Teppich. Der ist nicht aber für Stars irgendwie gemacht, sondern der ist für Sie gemacht. Also, richtig trauen, drüber gehen, reingehen. Sie müssen überhaupt gar nichts kaufen, aber Sie finden hier einen riesigen Fundus an ziemlich coolen Ideen. Und was dahinter steckt, erklärt gerne Michael Hoppe oder Michael Gleisner. Und den stellen wir auch separat nochmal vor. Lieber Michael, hat mich sehr gefreut. Ich drücke euch fest die Daumen und wir kommen gerne wieder. Super, vielen Dank.